Ich bin gemein. Ein wenig. Gut. Stopp. Löschen. Weiter. Man kann sagen, was man will. Ich habe zwar noch mein altes iPad Mini 1 hier rumstehen und... Jo, das ist alt. Das kann man nicht mehr, gebrauchen, etc. Ja, aber so als Taschencomputer ist das super. Schon vor der Invasion. Aber Uhrzeit. Kalender. Ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Stoppuhr. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Mein Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Ah, ich glaube, der wird jetzt so ein Hybrid. Rehe, ganz ruhig. Was? Präfektur Hiyoshi. Yoshi, wo ist Yoshi? Wo ist ein grüner Reitesel mit Schuhen und Zunge? Und wo ist der rote Klempner? Hier durch. Haben sie dich durchzwängen? Och nee. Ich will Pfeil und Bogen. Warum kann ich nicht von Anfang an Pfeil und Bogen haben? Ich habe Pfeil und Bogen lieben gelernt. Sehen, töten sie die Gefangenen. Erstens fand ich den bei Skyrim dann super. Leise sein. Wunderbar. Perfekt. Zweitens, bei Tomb Raider sowieso. Da habe ich ihn richtig lieben gelernt. Und bei Horizon Zero Dawn ist er einfach perfekt. Und ich freue mich so ein bisschen auf das nächste Let's Play Projekt auf YouTube. Forbidden West. Aber da würde ich schon echt gucken, ob ich mir das vielleicht... Denk nicht darüber nach. So, was mache ich jetzt? Ich muss eigentlich mal Days Gone weiterspielen. Das ist auch kein schlechtes Spiel. Aber das habe ich nur auf PC. Warum schläfst du jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Zün, zün, zün. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Ja. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Wer kann ein gefährliches Tier in die Ecke drängen und auf es zugehen? Tun sie nicht. Aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Nee, das mit den Flashbacks finde ich immer so ein bisschen komisch. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein. Ach so, ja. Wer kann sicher sagen, dass ein wildes Tier, das in die Ecke gedrängt ist und verwundet ist, nicht beißen wird? Vor allem... Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Werde ich jetzt schießen, aber ich habe noch keinen Pfeil und Bogen. Wir haben ihn. Vorsichtig. Er könnte noch leben. Also ich würde lieber aus sicherer Entfernung nochmal einen Pfeil nachschießen, um sicher Pfeil zu gehen. Nicht töten sollen. Sieht jetzt auch nicht unbedingt so aus. Schaut, Onkel, eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Nee. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Ein Arschmaschine! Ihr fallt dem Sito in den Rücken! Fürst Sakai! Spann dich! Müsst euch beherrschen! Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ganz tief in die Augen schauen und... voll. Entschuldigung. Es tut mir leid. Das war lustig.
Ich habe so das Gefühl, dass die Kamera so ein bisschen scheiße positioniert ist. Oder das Mikrofon. Greifen wir den Feind frontal an. Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mich hinter dem Ding verstecke. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Was passiert eigentlich, wenn ich den Home-Button drücke? Ich weiß nicht, ob das wie bei der Switch ist, wo man das Ding einfach drücken kann. Aus dem Schatten zu. Finde ich bei der Switch super. Justin, wenn ich wohl nicht im Stream bin, werde ich wohl keine Zeit haben. Ja, du warst online und hast Genshin intakt gespielt. Mein lieber Justin. Warf Calm Game. Online. Er spielt Genshin intakto. Wie kann man AFK so ein Game sein? Was ist? Suchen wir deinen Bruder. Ich kann es verstehen, wenn Leute es mögen. Ich finde es so komisch, weil es irgendwann einfach immer nur dasselbe ist. Vielleicht habe ich auch zu viel. Denke und beweg dich wie ein Tier. Okay. Ich denke und bewege mich wie ein Tier. Bedeutet, ich kacke in den Wald. Und brüste mich auf, wenn ich mich paaren will. Wir nehmen das für. Ich schaffe mittlerweile Abyss. Es ist mir scheißegal. Das wird mir einfach auf Dauer zu langweilig. Wir nehmen es übrigens für YouTube mit auf. Ich habe so ein bisschen Splinter Cell Vibes. Da war das Metal Gear Solid. Also müssen wir mal gucken, wo was ist. Jetzt fängt nämlich dieses ganze Geschleiche an. Jetzt bloß kein Ziehen lassen. So ein reicher Schleicher. Guck da hinten. Da fängt schon an zu stinken. Das ist bestimmt die Kackgrube. Wenn er anfängt zu stöhnen, dann ist das Leidenschaft. So. Ja, Juna, da könntest du auch mal was machen. Es war schön, dass wir hier deinen Bruder retten. Aber außer mir blöd zu folgen und zusehen, wie ich Hackfleisch mache, ist jetzt nicht so optimal. So, wunderbar. Ich werde heute keine Trash-Spiele anspielen. Ich hab jetzt übrigens, ich Vollidiot, mal wieder typisch Sascha, also eine typische Sascha-Aktion. Ich habe zwar die Nintendo Online-Mitgliedschaft, und die erweiterte Mitgliedschaft. Und dadurch kriegt man ja in Mario Kart den komischen Streckenpass. Habe ich aber später erst erfahren, dass ich den halt noch runterladen muss. Und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang Mario Kart gespielt. Obwohl ich hätte mehr haben können. Aber das ist die Strecken als Stil. Ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Naja. Gibt's hier noch einen? Ja. Will nicht wissen, was der macht. Die Frage ist der im Zelt? Oder nicht? Fuck. Fuck. Oh, ich finde es komisch, dass ich nicht fokussieren kann.
Das macht so viel kaputt. So. Lümmel. So, Vorräte erstmal alle mitnehmen. Wir lassen den hier nicht leiden. Das mache ich nicht. Plus 7 Vorräte. Das ist schön. Was haben wir hier? Aufzeichnungen gesammelt. Ja, ich würde gerne Aufzeichnungen. Jins Reise. Rekrutiere Sensei Ishikawa. Rekrutiere Fürstin Masako. Rette Yunas Bruder, den Schmied. Okay. Hallo. Ja, ist doch gut. Ich habe irgendeine Kleidung. Aktuell nichts ausgerüstet. Weißes Stirnband. Der Wille eines Kriegers ist zeitlos und gegen den Tod gefeit. Rüsten wir mal aus. Sehen wir zwar... Ja, jetzt ist keine Ahnung. Hier haben wir nichts, okay. Können wir die ausziehen? Nee, ne? Nacke die, Nacke die. Nacke die. Warme Umarmung der Sonne. Ja, außer wir spielen Icarus und wollen zu viel. Dann verbrennen wir uns. Gesammelte Ressourcen. Ja, was haben wir denn hier? Holz. Okay. Waren. Ja. Ja, gut, ne? Das ist schön. Artefakte. Persönliche Berichte und Gedichte. Was erhofft sich ein einfacher Mönch wie ich davon, wenn er seine Gespräche mit Kotukan Kotun-Kan aufzeichnet? Mein Ziel ist es, seine Worte und Taten zu dokumentieren, um dem natürlichen Misstrauen der Menschen auf Tsushima entgegenzuwirken und so mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen, damit weiteres Blutvergießen vermieden werden kann. Der Kahn war diesem Gespräch gegenüber bisher sehr aufgeschlossen und in vielen Dingen überraschend aufrichtig, obwohl ich nur ein einfacher Übersetzer bin. Und dazu noch Japaner. Sein Ehrgeiz ist so grenzenlos wie die eines jeden Shogun und er hat ein umfassendes Verständnis von Geschichte und seinem Platz darin. Gleichzeitig ist er bestrebt, mehr über unsere Kultur und Geschichte zu erfahren. Ein faszinierender Mann. Aha. Okay. Ob wir alles finden, weiß ich nicht. Ich nehme mit, was ich kann. Und dann werden wir mal sehen. Also ich werde jetzt nicht zwingend irgendwie so schnell wie möglich da durchkommen wie bei Horizon Zero Dawn. Weil ich das Spiel schon dreimal gespielt habe. Wie seid ihr reingekommen? Ganz einfach. Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Komm mit. Na los. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Zum Fluss geht's nach unten. Seid ihr von den Strohhutronin? Was? Ich bin abgehauen, als sie in langsamen Aktionen ausgingen. Aber man kann gut sammeln. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Mit einem Haps. Suchst ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strom. Mit einem Haps ohne Lasche krall ich mir den Bambus in die Tasche. An der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Ohne dass ich herumsuhle, greife ich mir die Blume. Okay, ich lasse es. Ich lasse es. Blümchen pflücken. Yay, wir retten die Welt. Wir retten unser Gebiet. Das wird den Mongolen nicht gefallen. Indem wir ganz einfach Blümchen pflücken. Ja. Taka bedeutet, glaube ich, Falke, ne? Woher weiß ich das? Habe ich aus Naruto gelernt. Das ist schon traurig, dass das meiste Wissen, dass man meistens asiatisches, traditionelles Wissen aus einem Anime stammt. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Das ist super. Taka lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib.
Kämpf mit für die Heimat. Genau, bleib bei uns, Yuna. Verlass mich nicht. Ist, wo Taka und ich hingehen. Ich hab zwar nichts gegen Geschwisterliebe, aber... An der Grenze zu Zuzu. Kann's auch übertreiben. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Das werden wir noch viel häufiger tun, aber ich will jetzt endlich mal einen Bogen haben. Ganz unverlogen nehme ich den Bogen und schieße ihm ein Pfeil ins Knie. Ihr habt etwas Besseres verdient. Ja, so fett zu werden wie du, garantiert nicht. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Also, privat würde ich in seine Statur vielleicht passen. Verschwendet nicht meine Zeit. Das ist kein Bierbauch bei mir, das ist Cola-Bauch. Und Süßkram. Ihr glaubt, ihr hättet und Kaffeestückchen. Ich liebe meinen Kaffee. Und Donuts. Und ein ganze Scheiß, der dich killt. Die Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles und jeden. Wenn ich von der Story nichts vorwegnehmen will, habe ich eigentlich gar nicht mal das Maul aufmachen. Sakai wird bis zum letzten Atem zu kämpfen. So wie ich. Cruel! Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Ja. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Ne. Pech gehabt. Gut, und jetzt? Hallo, ich würde mich gerne bewegen. Technikpunkt verdient. Noch ein Technikpunkt verdient. Du hast einen Technikpunkt verdient. Setze ihn ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir im Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Okay. Was ist das? Im letzten was? Parier im letzten... Um ein Töten... Ja, yeah, nehme ich mit. Was ist das? Ausweichen. Rolle dich über dem... Oh, auch nicht schlecht. Okay. Gut. Ich muss mir mal ordentliche Kopfhörer holen. Die haben 60 Euro gekostet und die sind grausam. So, wo geht's denn als nächstes lang? Ich habe kein Ziel. Das ist super. Dann suchen wir uns eins. Ich mache hier weiter. So, Pferdchen. Komm mal mit, Sora. Hm? Hoppe, hoppe, Reiter. Also, ich muss da lang? Okay. Los jetzt, Sora. Warte mal. Ja. Doch, nee, war schon richtig. Wir gucken, ob ich da irgendwas sammeln kann, weil der Baum leuchtet verdächtig. Ich würde nicht sagen, er ist auffällig, aber... Fuchs! Abendessen ist gesichert. Nee, wir müssen dem Fuchs ja folgen. Guck mal, wie er da wartet und mit dem Schwänzchen wedelt. Bin ein kleines Füchschen, wedel mit dem Schwanz. Wenn du mir jetzt folgst, dann freust du dich auch ganz. Yay! Ich suche mir einen Vogel. Man kann auch einen Umweg laufen. Was? Was? Oh, wie der da wartet? Okay, der... Alles mal im Platz freigeschaltet. Das ist super. Und jetzt? Ah. Ich kann also Talismane sammeln. Das ist wunderbar. Lass mich raten, es gibt insgesamt 4. Kann das Spiel aber gar nicht so groß sein. Der wird es doch nie packen. Also, dass man klettern kann, finde ich okay, aber er ist ein bisschen schwerfällig. Also man merkt schon,
dass das nicht das Hauptmerk ist. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Habe ich mir jetzt gerade geheilt, obwohl ich hätte gemusst? So, ich muss jetzt Norden nach Südosten. Ich habe natürlich kein Himmelskreuz. Ich kann mich nur auf den Wind verlassen. Das ist super. Das ist wunderbar. Ich hoffe, der Chat stört euch jetzt nicht als Pop-up im Bild. Wir haben sie gefangen, transportiert. Das waren die Taxis. Noch mit. Das waren umweltfreundliche Taxis. Und dann wurden sie immer schlimmer. Und dann gab's Uber. Es ist gemein. Ein bisschen. Schnell, Sora. Lauf, kleine Sora, lauf schnell weg. Sonst gibt's heute Abend zum Fressen nur Dreck. Hey! Lass die Leute in Ruhe! Du Lümmel! Ich kann immer noch nicht anvisieren! Warum? Warum klappt das nicht? Ich drück doch L2! Steuerung! Hallo? Steuerung! L2! Wo haben wir's? Hier! Was? Zielen? Gedrückter... Warte mal. Fokussiertes Hören. Feuern. Gedrückt halten. Kampffeuern oder... Kampfhaltung oder Schnellfeuerwaffe auswählen. Blocken. Herausfordern. Verrufen. Heilen. Fotomodus. Spieler belegen. Drücken. Rennen. Galoppieren. Kamerabewegung. Warum kann ich meinen Gegner nicht fokussieren? Komm zurück, Internet war weg. Ja, passiert. Aber warum kann ich mein... Das habe ich doch. Drücke zum Aktivieren. Deaktivieren. Wechsel während des... Achso, mit Pfeil rund hoch im Kampf. Okay, okay, okay. Mit Digipad oder Steuerkreuz. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich nenne es Steuerkreuz, okay. Nimm mir die Sora als... Ach, der lebt noch! Hat er die Leute gekillt oder sind sie weggekommen? Ich glaube, die sind weggekommen. Oh, ist noch irgendein Lager? Ich weiß nicht, was dort ist, aber ich meine, ich bin da, bin ich ja nicht eben mit der Juna abgehauen? Gibt's hier noch was? Kann ich mit den Leuten sprechen? Welche Hoffnung bleibt da? Noch ein Samurai? Lebendig? Klar. Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Gut. Neue Information. Ah, dieses Rückenkissen ist irgendwie ein bisschen weird. Oh. Okay. Gehe ich einfach mal hier lang. Die Frage ist jetzt, wo? Wo möchte ich lang? Da hinten ist auch noch ein Feuerchen. Sieht aber nicht gerade einladend aus. Das sind wirklich die Kopfhörer, die ab und zu diese Geräusche verursachen. Die sind scheiße. Kauft euch nie beim Mediamarkt Kopfhörer. Die sind Müll. Fort Nakayama. Ist da jemand gesehen? Hurgus! Hurgus!
Auf einmal klappt's mit dem Kämpfen. Ich habe eine böse Vorahnung. Ich sollte hier noch nicht sein. Werdet wissen, warum. Verbesserung verfügbar. Suche den Schwertschmied. Das ist wunderbar. Oh, wie wunderbar. Oh, wie wunderbar. Meine Klinge dürstet es nach Blut. Denn Blut tut meiner Klinge gut. Ich weiß, warum ich hier noch nicht sein sollte. Ganz einfach. Ich weiß es einfach. Okay. Mal den Stuhl richtig einstellen. So, ich muss mich ja nicht nach vorne beugen wie so ein bekloppter Ochse. Ich kann das ja auch so machen, aber dann verstecke ich mein Gesicht wieder hinter dem Mikro. Sag mal, was ist, wenn ich das... Ohne Facecam ist es immer einfacher, weil dann kann man wirklich alles so, wie es ist, ins Mikro reinballern. Aber... Naja. So, warte mal. Gut. Nee, so sollte es auch gehen. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, dann kriege ich nicht komplett so viel Rückenschmerzen. Bubidi-bubidi-bu. Bubidi-bubidi-bu. Lauf, kleiner Samurai, lauf ganz schnell los. Denn da oben ist sehr viel los. Und wenn nicht los, nur auf los reim, dann lass es lieber ganz weg sein. Ist das... Ich dachte, das wäre ein so ein Mini-Flugzeug. Das ist nur so eine Fahne. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade gedacht, was macht denn jetzt hier mit einem Modellbauflugzeug hier? Aber... Ich weiß nicht, wie lange ich... Okay, der Wind, das himmlische Kind, leitet mich geschwind, bis ich verschwind. Okay, sieht schon echt geil aus. Und dann auf der PS4. Not bad. Not bad. Ich glaube, die PS5-Version von dem Spiel ist ein Grafikgasm. Lager der Überlebenden. Warte mal. Da oben war das doch, ne? Oder wo habe ich es gefunden? Vielleicht sollte ich mal öfters auf die Karte gucken. Bisschen nach links, hier. Kann ich da was mitnehmen? Also ich würde es eigentlich ungern machen. Seid ihr schon mal an den Bambusständen trainiert? Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Munition und Ressourcen. Wo sehe ich, wie viel Geld ich besitze? Bis bald. Ah. Naja, man hätte sich einen anderen Kontrast oben rechts, um ein bisschen Kritik an dem Game zu geben, man hätte sich ein bisschen mehr Dingsbums geben können. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Oh. Ich wäre euch gern zu dir. Also weiß auf solche weißen Hintergrund ist halt nicht unbedingt... Mögen die so optimal gewählt. Schützen, man sieht ja, wie einfach ich das schon übersehen habe und ich gucke eigentlich sonst überall nach wie so ein Bekloppter. Sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke. Ich muss allerdings sagen, manche Spiele laufen ziemlich gut. Also Mario Kart auf 60 FPS. Also ich habe selten Spiele, die auf der PlayStation 4 mit 60 FPS laufen. Habt ihr viel durch Story of Seasons müsste ich mal vergleichen, ob die PS4-Version so FPS-mäßig gut läuft wie die Switch-Version. Ihr solltet meine Schwester im Hiyoshi-Heilbad besuchen. Ich bin mal auf Final Fantasy 7 Crisis Core gespannt. Ich konnte spüren, wie meine Lebensgeister neu erwachten. Genau das brauche ich jetzt. Okay. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Fürst Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an.
Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Es gibt ja Gerüchte nach, für eine Switch denken. Pro. Danke. Die mehr Leistung haben soll. Bin mal gespannt. Vielleicht werde ich ihn mir holen, aber nur, wenn man auch die Switch-Spiele spielen kann. Gehört euch, Kids? Wenn ihr mir mehr bringt. 15 Blumen, oh. Was? Pirschender Tiger. Schatten des Kriegers, okay, das ist okay. Das ist ein bisschen zu auffällig. Aber sieht lustig aus, hat noch so einen Tigerschwanz. Schneedämonenaugen. Sieht auch nicht schlecht aus, vor allem wenn das weißes Metall wäre, wäre das cool. Muss ja ganz ehrlich sagen, Tränen des Kaisers, das ist okay. Das Flügel des Meeresdrachen. Lol. Ja, ich brauche dafür Blumen, okay. Rüstungsfarben. Es gibt mehrere Rüstungen. Normal. Sieht doch eh alles gleich aus, weil ich die Farben nicht benutzen kann. Gehört wie ich kann. Euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ihr weißt, wie der jetzt aussieht? Jetzt sieht er so aus wie Lord Raiden. Nur nicht so in weiß und fehlt nur so ein bisschen der Donner außenrum. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, der ist cool. Hm. Die Stirnbänder sehen alle so ein bisschen lau aus. Obwohl, das hat so ein bisschen Naruto-Tribut. Oder Naruto von anderen. Das ist neue Orte mit dem leitenden Danke. Wind. Ja, ist mir egal. Es wäre richtig nice, wenn es eine Switch Pro gäbe, aber ich glaube immer dran. Ich glaube nicht mehr dran seit der OLED. Ja. Also kommt immer drauf an, wie man das sieht. Man muss mit zwei Augen sehen. Auf der einen Seite, dass die Switch OLED... Warum habe ich jetzt eine komische Rüstung? Ich will meine alten... Na komm, ist egal. Ach, ich dachte schon, das wäre ein Wildschwein oder so. Nee, auf der einen Seite fand ich es eigentlich ganz gut, dass die Switch OLED und die normale Switch keine Leistungsunterschiede haben. Das habe ich so gefeiert, weil ich eine Zeit lang keine Switch hatte. Ja, es gab auch eine Zeit, wo ich mir keine leisten konnte. Da fand ich es an sich ja ganz okay. Vor allem, dass man halt die Spiele, dass die Spiele kompatibel sind. Weil mir, man muss halt sagen, wir reden hier immer noch bei der Switch von Nintendo. Und da ist es ja immer so ein bisschen das, der Brauch mittlerweile, wenn eine neue Konsole kommt, stirbt die alte aus. Sprich, keine neuen Spiele. Die alten Spiele kannst du auf der neuen Konsole nicht spielen. Etc. 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 Und das ist jetzt nicht so geil. Deswegen fand ich das mit der OLED ja ganz geil, auch wenn es jetzt nicht so viel Änderungen gibt. Vor allem ich zum Beispiel, ich profitiere von dem OLED-Modell kaum. Ich habe es mir nur geholt, weil meine erste Switch Akku-Probleme hatte und Mediamarkt sagt, nö. Aber der Akku wird dicker, nö. Ist okay, ist normal. Und ich denke so, ja, nein, ist nicht normal. Wenn eine Switch irgendwie auf den Tisch liegt und auf der einen Seite so ein bisschen rumeiert, ist das nicht normal. Und da habe ich mir gesagt, komm, tauschen wir jetzt um oder ich mache hier einen Aufstand. Dann nehme ich mir ein OLED-Modell mit. Die haben wenigstens einen neuen Akku. Aber von dem Display merke ich nichts. Das Einzige, was ich gut finde an der OLED, ist, dass sie ein etwas wertigeres Gehäuse hat. Zumindest gefühlt. Weil die Front ein bisschen metallisch ist. Ja. Ich will jetzt nichts sagen. Aber ich finde es hier toll.
Das könnte ich jetzt echt gebrauchen. Einfach so ein Tag in diesem warmen... Wenn das eine warme Quelle wäre, einfach einen Tag da drin bleiben. Der Halter... Ja, der Halter ist auch geil. Der ist stabiler. Definitiv stabiler als mein alter. Ich habe ja beide vorher die normale Switch gehabt. Und dann, weil ich gedacht habe, ich will aber einen neuen Akku drin haben. Nintendo sagt ja, die Reparaturwerkstatt sagt nein. Und Mediamarkt sagt, nimm mal unsere Reparaturwerkstatt. Ist von Nintendo. Ich so, ja. Am Videocall mit dem Support gehabt. Und der sagt eindeutig, tausch es um. Also. Fuck you, Mediamarkt. Zumindest der in meiner Stadt. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die haben auch beim Mediamarkt gearbeitet. In einer anderen Location, in der Nachbarstadt sozusagen. Und die sagen, ne. Sowas hätte es bei uns im Markt nicht gegeben. Aufgeblähter Akku und dann sagen, das soll normal sein. Das hätte er sich dort niemals jemand getraut. Nur hier. Alles nur diskutierende Lappen. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Alter, ich würde so gerne einfach mal einen Tag hier sein. Das würde mir so gefallen. So generell das Ambiente. So ein bisschen weg von der Technik. Einfach alles, was man braucht hier. So ein geiler Kurort wäre das. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Tut mir leid. Bambus? Dafür brauche ich mehr. Eibenholz? Lingustenholz? Bis bald. Ja, brauche ich jetzt erstmal nicht. Pfeil und Bogen, okay. Kann man bestimmt Pfeile kaufen. Ich bin mal gespannt, wie weit sie den Bogen hier ausbauen. Ich muss auch ein bisschen auf den Timer achten, weil ich ja noch nebenher aufnehme. Ich habe noch gar keinen Bogen. Das ist die beste Frau im Spiel. Bogenmacherin, das ist meine Favoritin. Ihr habt keinen Bogen? Ich verlor ihn am Strand von Komoda. Hätte ich einen, würde ich ihn euch geben. Oh, die ist voll lieb. Aber Sensei Ishikawa hat angeblich eine große Waffensammlung, falls er noch lebt. Bringt mir einen und ich sorge dafür, dass er im bestmöglichen Zustand ist. Die ist super. Wie heißt die? Die heißt nur Bogenmacherin. Okay, schade. Was auch mal ein Schritt nach vorn für Nintendo wäre, wäre ihr Online-Dienst-Server bereitstellen. Und nicht wie bisher Peer-to-Peer. Peer-to-Peer? Okay. Muss dem Glühwürmchen folgen, ne? Kutun Khan muss gewusst haben, wo er Tsushima am besten angreift. Aber wie? Es heißt, er hätte Tsushima und die Sachen, die er noch studiert, gefeuert haben. Wusste er, dass er in Komoda siegen würde? Ein Mann wie der Khan riskiert garantiert keine Chance. Ah, das Glühwürmchen hat mich also zu dieser Schriftrolle geführt. Okay. Peer-to-Peer. Ja, so ein richtiger Online-Server wäre eigentlich an sich schon geil. Aber bieten die das nicht mit der Online-Mitgliedschaft an? Weil ich kann meine Spieldaten bis auf die wichtigsten online speichern. Backup hochladen. Bis auf Pokémon. Diese Penner. Hab so viel Mühe investiert. Mediamarkt sagt, ja, wenn du die neue OLED bekommst, dann darfst du deine alte Switch nie wieder behalten. Ich denke mir so, darf ich wenigstens meine Spielstände übertragen? Nö. Arschlöcher. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Die lief eh, die mussten sie eh aus dem Verkehr ziehen. Da hätten sie sagen, weißt du was, stell dich an Service Point, melde dich da an, du hast sowieso die Besteinrichtung geholt, sprich anmelden, Hotspot anmachen, zack, 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 easy, machen wir für dich. Ein bisschen Service und dann hättest du auch deine Spielstände übertragen können. Meine 200 Stunden Pokémon Pearl. Und diese Ficker sagen einfach nein! Riesenarschlöcher. Nur weil sie sauer waren, weil sie im Endeffekt... Okay, der hat noch eine Unterhose an. Ich dachte schon, der steht hier mit dem langen Willi. Wohl von hier sieht es aus, als hätte er... Alter, hast du die Pampers voll gemacht? Achso, das ist ein Lendenschutz. Ich dachte, das wäre eine volle Windel. Ich um meine versauten Ideen.
Warte mal, bei dem Händler war ich doch. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Gut. Ich will nicht wissen, was in den großen Töpfen ist. Das ist ein Kacktopf. Geht man dann hier hoch? Lässt sich von einem Bediensteten festhalten? Und macht voll. Entschuldigung. War das gemein? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist irgendwie besonderes Wasser oder so drin. Kleines Boot. Mitten in der Nacht. Vielleicht klappt's. Ah, die wollen hier alle schnell wie möglich weg. Ein Samurai. Er lebt? Ja. Nein, die Spiele laufen über Peer-to-Peer. Das führt sehr oft lang. Nein. Die Spiele laufen über Peer-to-Peer? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Nicht auf. Noch nicht. Ach, du meinst Multiplayer-Online-Spiele, so wie... Keine Ahnung. Ich habe nicht so viele Spiele auf der Switch gespielt. Meistens nur Singleplayer-Spiele oder... Nein. Sind hier die Frauen drin? Lieber nicht. Hat aber kaum ein Wort gesagt. Oder? Komm, einen Peak machen wir. Leinen. Wir haben den Schreiner verschleppt, der die Yarikawa-Festung erbaute. Armer Mann. Sobald einen die Mongolen haben, ist der Tod der Einzige. Ah, Splatoon. Ja, oh, Splatoon. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich wollte mir eigentlich gestern noch ein Splatoon mitnehmen, weil ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, 100 Euro für Spiele auszugeben. Ich war so sauer nach der Arbeit. Bin im Mediamarkt gegangen und hab gesagt, weißt du was? Heute lässt du den Huni da. Mindestens. Einfach so aus Frust. Das Reisenden? Glühwürmchen? Glühwürmchen! Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Und erstens habe ich nicht gezielt so nach... Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Erstens habe ich nicht... Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Erstens habe ich nicht gezielt nach Splatoon gesucht. Zweitens war ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir... ob ich vielleicht nicht warten soll auf Splatoon 3. Mhm. Weil alle... Man muss halt sagen, alle... Die Teile sind halt immer so, wenn ein neuer Teil rauskommt, sind die vorherigen fangen dann an auszusterben. Dementsprechend Splatoon 1, Splatoon 2, okay, aber es ist jetzt 3er angekündigt. Crisis Core werde ich mir für die Switch holen, nicht für die PS4, nicht für die PS5, nicht für PC. Weil ich es einfach gewohnt bin, dass Crisis Core so ein mobiles Spiel ist. Ich habe es damals auf der PSP gespielt. Final Fantasy VII Crisis Core. Ich habe mir den Trailer angesehen und habe dann unter dem Video von Nintendo Direct habe ich dann gesagt, ja, gib mal ein paar technische Daten raus. Nicht nur einfach, ey, da kommt ein Spiel, freut euch. Wie viel FPS, was für eine Resolution, gibt es Unterschiede zwischen der Switch-Docking und der Dockstation bei 1080p Resolution und der 700, noch was, 720 oder keine Ahnung, weiß ich nicht, was das Display hat. Und das ja, Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Das wären so Sachen, die mich interessieren würden. Ich kann das nicht. Ich kann so. Niemanden töten. Sekunde. YouTube. YouTuber. Haut rein. YouTuber. Streamer. Bleibt drin. Bis zum nächsten Part.